So, wir wollten jetzt das Wasser hier in den Griff bekommen. Wir hatten ja schon hier einen Mauerauftrag gegeben, aber der wird wohl nicht fertiggestellt werden. Also machen wir es einfach hier irgendwo zu. Das bietet sich hier an. Hier haben wir eh eine natürliche Mauer, da auch. Machen wir es dazwischen einfach zu. B, C, W. Wir hätten gerne da eine Mauer. Ruhig Chatblock, das ist vollkommen egal. Alles, was in der Nähe ist, ist okay. So, noch ein Chatblock. Hier können wir nicht bauen, weil ein Pilz da steht. Also, gut, machen wir die. Stopp. So. Nein, nicht aus Bismutbarren. Bau das bitte mal aus Granitblöcken. Der Baum, der irritiert mich ein wenig. Ich weiß nicht, also wir können nicht drüber bauen. Und ich weiß nicht, ob Bäume den Wasserfluss irgendwie hemmen. Also anscheinend auf den Feldern, wo die Bäume sind, ist kein Wasser. Gehen wir kurz mit K drauf. Nein, nein, nicht so. K. Ne, da ist Wasser. 2 von 7. Heißt, der Baum muss erstmal irgendwie weg. Jobtree. Kannst du den Kleinen irgendwie weghauen? Nö. Das ist ja gemein. Wir können nicht drauf bauen, wir können nicht entfernen. Na gut, dann bauen wir halt da noch eine Mauer. Ich hoffe mal, die buddeln sich da nicht ein. Granitblock, so. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Masons irgendwann Zeit haben. Aber ich denke mal, dieser Bereich hier dürfte nicht allzu schnell geflutet werden. Das dauert ja schon 10, 15 Folgen, bis das Wasser überhaupt erst hierhin gekommen ist. Das wird dann bestimmt nicht auf 3 springen in den nächsten ein, zwei Folgen. Aber das ist okay. Was wollte ich noch machen? Ach ja, ich wollte einen umbenennen. Gucken wir mal, ob ein Hammer 2 frei ist. Ja, hier. Du bist jetzt Golle. Sehr schön, das hätten wir auch erledigt. Und wir wollten im Auge behalten, was die Jungs hier unten machen mit der übrig gebliebenen Elfenkarawane. Sind fleißig noch am Plündern. Was haben wir da noch so alles? Irgendwas Interessantes? Och, ein paar Sachen. Aber es sind primär irgendwelche Holzrüstungen, die wir eh nicht benutzen können. Das ist irgendwie, nee. Ich glaube, ich verbiete die mal alle. Irgendwelche Kräuter, die wir eh nicht anpflanzen werden, weil sie über Land sind. Holzschilde, Lehm, Holzschuhe. Nee, komm. D, B, F. Verbieten alles. Das hier oben ist schon verboten. Das werden auch eine Holzrüstung sein. Und hier ist nichts mehr auf dem Weg nach oben. Nö, gut. Jetzt muss ich nur daran denken, die nicht aus Versehen wieder zu entverbieten, wenn wir mal wieder in dem Stockpile sind. Also in der Übersicht hier bei Z-Stocks. Oh ja, jetzt müssen wir wieder zurücklaufen und nur die Sachen einlaufen, die wir wirklich einsammeln, die wir auch wirklich brauchen. Also die von unseren Zwergen übrig geblieben sind, zum Beispiel die hier. Und die Knochen und so. Und der Zwerg hier draußen eigentlich auch. Da liegt immer noch ein toter Zwerg. Bist du verboten? Ja, bist du. Gucken wir mal. Du bist Hammerzwergs irgendwas. Ah, das Skelett von einem Hammerzwerg, der keinen Namen hatte, jedenfalls keinen richtigen. Das sollten wir noch einmal ändern. DB. Nein. DB. Reclaim, genau. Wir hätten gerne das Skelett da. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Was haben wir hier draußen noch so rumliegen? Das werden alles Silberpfeile sein. Ja, die lohnen nicht. Silver Maul. Den nehmen wir doch mal. Silver Maul, den nehmen wir auch. Und noch ein Silver Maul. Es müssten jeweils 2 Silberbarren sein. Und es dauert ja nicht allzu lange, die aufzuheben. Erstmal gucken, was das ist. Ist das auch ein Pfeil oder ist das ein Hammer? Ein Bolzen. Nee. Oh, da ist noch ein toter Zwerg. Oder irgendwas, was von ihm übrig geblieben ist. Kokuriesen, irgendwas. Du wirst geclaimed.
Da ist noch ein totes Tier. Das hier sind tote Goblins. Naja, das müssen wir nicht unbedingt einsammeln. Wenn wir irgendwann Knochen brauchen, dann können wir das machen. Oder Kupfer, aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Eine Trollhaarsocke. Die lassen wir auch mal da. Steel Mace, das klingt doch schon besser. Bronze Schild, Bronze Helm. Das wird irgendein Händler gewesen sein. Und das da nehmen wir auch mit. Ja, ich weiß, es ist jetzt gefährlich, dass wir so viele Sachen hier draußen einsammeln. Aber wir haben gerade so schön viele Zwerge. Da fallen ein, zwei Tote nicht auf. Außerdem locken wir damit die Goblins raus. Wenn denn auch welche auf der Karte sind. So, wir können kein Essen mehr herstellen, weil wir keine kochbaren Gegenstände haben. Das ist komisch. Und das Stockpile sieht viel zu überfüllt aus. Was haben wir da noch drin? Platinbarren und Rope Reed Fiber Thread. Ha, dafür hatten wir noch eigentlich einen Stockpile. Den hier. Cloth. Ah, kein Thread. Thread war hier drüben. Ja, Thread Silk, Plant, Yarn, Metal. Komisch. Also eigentlich müssten die da einsortiert werden. Vielleicht bin ich einfach nur wieder zu ungeduldig. Das machen die gleich noch. Und die Platinbarren genauso. Die haben hier unten beim Schmied ihr extra Feld. Das bei weitem noch nicht voll ist. Das müsste das hier sein. Ja, einfach mal abwarten. Oh, Building Site Submerged. Das wird unten sein. Dass da doch zu viel Wasser ist. Ha, ich hätte schwören können, die können bauen, solange da keine drei Teils Wasser sind. Also die da machen wir wieder frei. Dich machen wir auch mal frei. Dich machen wir auch mal frei. Und da arbeitet schon jemand dran. Ah, aber gut, dass sie jetzt schon dabei sind. Ne, den da können wir knicken. Da unten haben wir zu, da haben wir zu, fehlt nur noch hier oben das kleine Fitzelchen. Komm schon, Jungs. Da wartet er, da wartet er. Das da bitte wieder aktivieren. Komm schon, da ist nur eine, zwei und die wandert immer hin und her. Ihr müsst nur warten, bis die mal woanders hinwandert. Aber jetzt machen die Jungs wohl gerade Pause. Na gut, die drei hier sind noch aktiv. Das heißt, wir warten jetzt einfach ab, ob nochmal eine Nachricht kommt oder nicht. Ah, da kommt wieder einer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Eine neue Mauer steht. Die anderen beiden wurden wieder abgebrochen. Du. Komm, bau die ganz schnell. Seht ihr das? Die eine, zwei huscht hier immer hin und her. Ah, sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch die da. Und da müsstet ihr eigentlich auch ganz leicht rankommen. Sehr gut. Damit hätten wir die Flut gleich wieder eingedämmt. Also die Flut, die ich verursacht habe. Er hat einen Stein in der Hand. Und lässt den Stein wieder fallen. Och Jungs, es ist nur noch ein Feld. Genau. Und plopp, Mauer steht. Sehr schön. Es müsste jetzt eigentlich dicht sein. Das heißt, das Wasser wird hier zwar weiterhin abfließen, bis hier alles gleichmäßig gefüllt ist. Aber wir müssten mindestens immer ein, zwei Teils Wasser, eigentlich hier drei, vier, hier haben. Dass wir hier zwei Ebenen Wasser übereinander haben und das Lehm unten ignoriert werden kann. Das heißt, wir können jetzt oben endlich den Brunnen bauen. Und zwar K. Ah, der Geist wurde zur Ruhe gebracht. Sehr schön. War wohl einer von den Skeletten draußen. Also ich glaube, hier wollten wir das bauen. An einer recht ungünstigen Stelle. Das hier nervt mich ein wenig. Sonst machen wir es einfach oben links in die Ecke. Hier so. Gucken wir mal runter. Da ist Wasser. Da drunter ist wieder Wasser. Ah, müsste auch gehen. Okay, also bauen wir es hier oben. Das heißt, wir würden gerne hier channeln, das können wir aber nicht, weil da Bodenplatten sind, richtig? Nö, anscheinend nicht. Okay, also da channeln,
Da channeln, da channeln, da channeln. Nee, hier nicht channeln. Die nehmen wir erstmal auf und dann hier rausbuddeln. Dass der Miner, der sich jetzt nach unten buddelt, hier rauskommt. Und wenn er draußen ist, dann geben wir ihm dann einen Channel-Befehl, hier nochmal zu channeln. Und dann müsste der Zugang zu dem Wasser da sein und er plumpst nicht runter. Also wir müssen ja nicht absichtlich unsere Zwerge in den Tod schicken. Das passiert schon unabsichtlich oft genug. So, kommt da schon jemand? Ja, es blinkt. Dann müssen wir den Boden hier eigentlich nochmal abbauen, um an die Ressourcen ranzukommen. Weil so viele Ketten hatten wir nicht. Apropos Ketten, anscheinend muss ich in dem Gefängnis unten richtige Metallkäfige hinstellen, damit es erst als Gefängnis zählt. Was ich ein wenig komisch finde, weil da jede Menge Holzkäfige sind und Metallketten, aber naja. Gucken wir demnächst mal an. Erstmal schauen wir, dass es hier mit dem Brunnen alles so weit klappt. Lauter Kinder sind wohl gerade erwachsen geworden und das ganze Zeug liegt hier drumherum. Sehr schön. Wir sollten die Bodenplatte da noch ersetzen. Nur so für den Fall. Und zwar aus Granit, damit es schön mit dem anderen zusammenpasst. Ach komm schon, ihr doofen Granitblöcke. Granit? Nein. Wir wollen Granitblöcke. Das ist das Einzige, was wir hier immer wollen. Doofes Programm. Das musst du langsam wissen. Graphit. Ich mache das gleich aus Platin, einfach nur so aus Protest. Granitblock da. Mann, 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 Mann. So. Also, Buddler. Bist du ein Buddler? Nö, du sammelst nur das ganze Zeug ein. Da ist der Buddler. Sogar zwei. Warum auch immer zwei kommen. Und du? Runter, runter, runter. Ups, du bist ja richtig flott. So, buddelst dich da durch. Dann machen wir schon mal DZ. Um die Rampe nach oben da wegzumachen. So, die ist weg. Und irgendwie kommt er nicht durch den Stein da durch. Ah ne, er hat den Befehl. Dass er okay, dann machen wir jetzt hier den Channel-Befehl. Nur auf dem Feld. Stein plomst runter, alle Zwerge sind am Leben und wir haben Zugang zum Wasser. Warum ist da jetzt ein... Nee, ne? Ach nur, das Nebel. Ah, weil da Stein runtergeplumpst ist, hat es eine Fontäne gegeben. Und dieser Mist ist übrigens eine Quelle für sehr, sehr positive Gedanken. Also wenn man theoretisch einen Wasserfall bauen würde, würde der Wasserfall durchgehend Mist produzieren, also so ein kleiner Nebel. Und das finden die Zwerge ganz toll. Das heißt, wenn man sowas mitten in einer Dining Hall bauen würde, was recht kompliziert ist, hätte man sichergestellt, dass alle Zwerge eigentlich immer gut drauf sind. Aber das ist ein Plan für später mal. Jetzt wollen wir unseren Brunnen endlich bauen. Also B. L für Well. Dahin. Und zwar aus, wir sind ja dekadent und so. Das können wir nicht aus Platin machen. Schade. Na gut, denn halt aus Jet. Schön schwarz. Mit einem schön teuren Tower Cap Bucket und irgendeinem verschnörkelten Lama-Wollenseil. So. Und ein schön gut gelungenes, Dingens hier. Aber davon haben wir nicht mehr so viele. Was war höher? Sternchen oder vier Barren? Ich glaube vier Barren. So. Das wird auch gebaut. Sehr schön. Das heißt, unsere Wasserprobleme sind jetzt auch gelöst. Wir haben also keine Probleme mit dem Essen. Weil wir unsere Untergrundfarmen haben, die wir jetzt nach und nach ausbauen. Also die automatischen Farmen, nicht die, die Samen brauchen. Die Dinger hier, die dürften allen nach und nach genug Essen produzieren, trinken dementsprechend auch. Wir haben Wasser durch unseren neuen Brunnen. Wir haben unsere Miliz, die langsam in die Pusche kommt. Unsere Metallsachen werden auch alle hergestellt. Unsere Vorräte sind ganz gut. Wir haben jede Menge Zwerge. Der Eingangsbereich ist mir noch nicht sicher genug. Also das reicht nicht, um eine ganze Armee aufzuhalten. Und das sollte es eigentlich.
Ja, daran müssen wir noch arbeiten. Aber das ist eine Sache fürs nächste Mal. Also bis gleich.